Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Das Gesetz mit dem selbsterklärenden Namen Gesetz zur Umsetzung des bereichsspezifischen Datenschutzes im Bereich der Justiz, vereinfacht auch bekannt als Justizdatenschutzanpassungsgesetz, hat mich an durchlittene Stunden im Lateinunterricht erinnert. Ich sage nur Nomen est Omen. Ihr unaussprechliches Gesetzesvorhaben beruht auf der Datenschutzgrundverordnung, die nicht weniger unaussprechlich ist. Mit dieser Verordnung wurde bereits der deutsche Mittelstand in Angst und Schrecken versetzt. Besonders schrecklich ist dabei die Flut an Fallstricken, die zu beachten sind und nur vorgeblich dem Verbraucherschutz dienen. Tatsächlich wurde mit der DSGVO ein Brüsseler Bürokratiemonster erschaffen, das außer Zeit und Kosten bislang niemandem genutzt hat. Genauso nun Ihr heutiges Vorhaben. Viel Theorie und gute Absichten, aber nicht praxistauglich. Dazu nur ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Angehöriger möchte einen Insassen besuchen. Seine Daten müssten aufgezeichnet werden und am Ende eines Tages, wenn der Besucher die JVA wieder ohne Insassen verlässt, gelöscht werden. Darauf hat der Besucher einen Anspruch. Und jetzt kommt exakt derselbe Besucher eine Woche später wieder zur JVA und das gleiche Spielchen beginnt von vorne. Bei mehreren 10.000 Gefangenen und deren Besuchern ein zeitraubendes Unternehmen. Wie gesagt, ein Beispiel. Bei ausländischen Besuchern unserer ausländischen Gäste ist dies beinahe unmöglich. Bei der Gelegenheit, die Frist zur Datenspeicherung ist natürlich auch viel zu kurz, um eine vernünftige Datenverarbeitung zu gewährleisten. Damit werden mühsam gewonnene Erkenntnisse nach kurzer Zeit wieder vernichtet. Was ein Unfug! Hier schleicht sich Täterschutz unter dem Deckmantel des Datenschutzes ein. Meine Damen und Herren, wenn Sie die Anhörung zum Gesetzentwurf aufmerksam verfolgt haben, wird Ihnen sicherlich nicht entgangen sein, dass sich die Vertreter der Praxis skeptisch gegenüber dem Vorhaben geäußert haben. Nach deren vorsichtiger Einschätzung würde die Umsetzung des Bürokratiemonsters einen Mehrbedarf von 465,5 Stellen bedeuten. Das ist eine Zahl, die man nicht so einfach mit einem flapsigen "Wir schaffen das" wegbügeln kann. Wo wollen Sie die Leute denn ernsthaft hernehmen? Sie wissen schon, dass die Gewinnung von Kandidaten, deren Auslese und die anschließende Ausbildung Jahre in Anspruch nehmen wird. Sie bekommen doch schon heute nicht genug Personal zusammen, um Ihre großspurigen Wahlversprechen einzulösen. Ist Ihnen eigentlich entgangen, dass die Mitarbeiter im Vollzugsdienst bereits jetzt über die Maßen belastet sind? Den Eindruck müssen Sie doch auch erhalten haben, als wir diese Anstalten im Justizausschuss besucht haben. Die Beschäftigten werden kilometerweit versetzt, fahren teilweise stundenlang zur neuen Arbeitsstelle. Und das im Schichtdienst. Die Krankenstände erhöhen sich hierdurch permanent. Ehen gehen in die Brüche. Diese Leute haben keine Lust mehr. Sie hingegen sorgen nicht für die notwendige Entlastung, sondern legen die Latte immer noch höher. Unsere Forderung ist so einfach wie klar. Schaffen Sie zunächst die geeigneten Voraussetzungen und stellen Sie die erforderliche Anzahl an Vollzugsbediensteten ein. Dann und erst dann verwirklichen Sie Ihr Gesetzesvorhaben. Alles andere ist billige Durchhaltepolemik auf dem Rücken der Mitarbeiter. Mit der Alternative für Deutschland ist das nicht zu machen. Wenn Sie sich beschweren wollen, dann wenden Sie sich an Brüssel. Dort sind es Ihre Leute gewesen, die an verantwortlicher Stelle die Weichen in die falsche Richtung gestellt haben. Guten Tag.